So. Hey. Mein Sohn. Big Boy. Gott, bist du's? Komm durch die Tür. Komm zu mir, mein Sohn. Nein. Hi. Spooky Shit. Hör jetzt auf, Bruder. Da sind wir zurück. Sag nichts Falsches. Das war völlig deplatziert. Ah. So, Menasmus ist back. Aus Versehen Big Boys Mic ausgeschalten. Und jetzt ganz kurz für alle, die uns ja lieben, die unserem Geschmack vertrauen, was gutes Bier betrifft. Ein Glück sind wir da. Einfach mal ganz entspannt für den kleinen Geldbeutel ein helles von Mönchshof. Kann man noch steigern im Geschmack? Preis-Leistung ist der Wahnsinn. Ja, läuft auf jeden Fall. Wir sind glücklich und zufrieden Ja, natürlich. und müssen kein fremdes Bier kritisieren. Niemals. Ja? Und wir wissen jetzt auch, wo wir Kühler herbekommen. Ja? Werden wir uns zunächst mal drum Safe. kümmern, würde ich sagen. Müssen wir Ne? tun, ja. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind. Und Menasmos, Nie wieder. nie wieder. Gib mir gerade so ein bisschen was von Siegfried und Joy. Bruder, die beiden retten einfach jedes Mal meinen Tag. Das ist einfach so. Schau dir die ehrliche, fast kindliche Freude an, die sie in ihren Gesichtern tragen. Ja, tatsächlich. Diese Strahlen und Funkeln in den Augen Das wollte so. ich gerade sagen, die strahlenden Augen wie Kinder an Weihnachten. Die halb erigierten Glieder, die man in dieser Hose nicht erkennen kann. Sicher, aber sie Ja. müssen da sein. Sie sind safe so, bloß der Schatten zeichnet sich nicht so gut ab gerade. Ja. Weil ich bin auch echt der Meinung, das sind gut bestückt. Weiß ich safe, Alter. Weißer Safe. Ja. Also, Leute, davon gehen wir mal wirklich aus hier, ne? In unserem Sex-Podcast mit Big Boy Watson und Sherlock Jones. Sie will mit zu meinem Opel fahren. Deine Botox-Mama hat in ihrem Titten erblasst. Das ist ein ziemlich rasanter Einstieg gewesen, ne? Achte mal bitte auf das Magazin. Yeah. Ich hab's auch schon gehört. Sie will mit zu meinem Opel fahren. Deine Botox-Mama hat in ihren Titten mehr Plastik als ein Ozean. Deine Botox-Mama hat in ihren Titten mehr Plastik Als als im ein Ozean. Ozean. Ja, mit dem Bondage-Magazin, ne? Ich sag ja, willkommen zum Sex-Podcast von Big Boy Watson und Sherlock Jones. Leute, ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben heute viel zu klären. Sagt der Pimmel von deinem Papa, wär nur so lala und will deswegen lieber Menasmus im Arsch. Sagt Sagt der der Pimmel Pimmel von von deinem deinem Papa, Papa, wär wär nur nur so so lala lala und möchte deshalb Menasmus Mus im im Arsch. Arsch. Berechtigt. Ja, da hat aber die Mama mich noch nicht kennengelernt. Aber ihr Glück, ich bin verheiratet. Ja? Geschäft, Mann, wie ein Geschäftsmann. So viele Wickenmüller und Sektflaschen. So viele Groupies wollen in unserem Bett schlafen. Alter, wie dope ist das denn, Das ist Alter? sehr, sehr dope, oder? Alter, der Bruder hat's verstanden. Gib mir, also Menasmos, ne? Nächster Titel für euch so. Ihr seid auf jeden Fall deutsche Chris Brown. Ja. Bro, genau das. Hast du dir gedacht? Genau das. Ohne den Wife-Beater-Anteil. Ja? Lass mal Menas Moos Kendrick featuren, Alter. Das wird dope. Anders, Das wäre anders, dope, anders, Alter. anders. Chris Brown ist ja demnächst in Frankfurt. Ne? Am 25. März so. Brüder, mach das. Macht das doch einfach mal klar. Und falls es nicht klappt, meldet euch doch trotzdem bei uns. Einfach so. Weil ihr es könnt. Und weil wir es können. So viel Sex, ich glaub, bald bin ich geschlechtskrank. Kann sein, dass eure Band bald dran glauben muss, weil eure Mucke ist so kacke, dass ich sauer wurde. Jetzt liegt ihr. Ey, Digga. Es ist musikalisch, aber Ey, sehr, sehr, Bruder. sehr, sehr gut, ne? Deswegen sage ich ja, das Es ist ist wirklich. end-dope, Alter. Wenn einer sagt, das ist Trash, ihr habt keinen Plan. Musikalisch ist das kranke Euch Scheiße. kann jetzt vielleicht der Text nicht gefallen. Safe. Versteh mir nicht. Absolut nicht.
Aber musikalisch, wie Big Boy schon gesagt hat, so der Vibe von dem ganzen Ding, kenne ich auch niemanden, der das so perfekt auf Deutsch hinbekommt gerade eben. Nein, niemanden. Ist Killer, ne? Auf dem Boden und seit Mausetot, da sind uns wohl mal wieder die Pistolen ausgerutscht. Peng, peng, macht die Shotgun. Kotzi, kotzi, macht unser Maul von den Wodgas. Wir sind Popstars. Kotzi, kotzi, macht unser Maul von den Wodgas. Kotzi, kotzi, macht unser Maul von den Wodgas. Die Tippen sind einfach so geil. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir an den Punkt kommen, aber ich muss sagen, so, Menas Moos ist sowieso übertalentiert, aber auch so krass vielfältig in allem. Wenn wir mal von 3 Uhr nachts ausgehen, was das war, bis hin zu dem Track oder die ganzen Trap-Banger. Maficke. Ne, Maficke und alles, was da noch mit einhergeht. Das war unser erstes Mal. Oh, Dicker. Ne? Wir hatten ja noch andere Sachen. Ne? Wir hatten nur noch Bier. Aber Maficke war doch das, unser erstes ja, Mal. Genau, ja, genau. Ne? Penner Gang, Teddy. So. Ja. Yeah. Un-un-fucking-glaublich. Hurensohn. Tatsächlich. Hab ich nicht vergessen. Ja, Mann. DJ Sperma-Ficker. DJ Arschloch-Ficker. Beste. Ihr seid nur Opfer, gib mir noch ein Jahr und ich zieh Koks im Helikopter. Drink and drive, ist doch nix dabei, bei dem bisschen Wein. Ich bin besoffen, aber ich will heim. Steck den Schlüssel in mein Opel rein, sag goodbye. Und ich fahr gegen eine Wand, mit nem Bier in meiner Hand. Ich hatte sie nicht erkannt. Bruder, es ist brutal. Es ist wirklich brutal. Ich bin schockiert darüber, wie talentiert man sein kann. Ich bin schockiert darüber, wie dope die das rüberbringen können. Ja, Mann. Es ist einfach unglaublich. Auch jetzt, als der Beat dann halt wirklich in die Abtempo-Nummer ging, ne? Und Gas gegeben hat. Die Snare finde ich sehr, sehr nice. Und ich hoffe, und ich weiß es gar nicht, wer hat das Ding produziert? Ich hoffe, ihr habt es gemacht, oder? Können wir davon ausgehen? Safe, Alter. Also, euer Talent ist wirklich brachial. Wirklich. Ich glaube, die ist noch nicht mal fertig, Alter. Und das da erinnert mich an einen Moment in meinem Leben. Kennst du das, was ich mit Tesca damals gemacht habe, weil ich ihn heute gesehen habe? Ich habe mir damals einen Einkaufswagen ausgeliehen, ja, und habe ihn dann auf seinen Balkon befördert, als er im Urlaub war. Mhm. Und habe ihn dann noch schön verziert. Ich glaube, haben mir sogar noch Blumenerde rein, ein paar Pflanzen so irgendwie noch gesetzt zu dem ganzen Thema. Und dann hat er sich gefreut. Und ich möchte noch sagen, er hat im ersten Stock gewohnt. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, jeder von uns hat so eine Einkaufswagengeschichte, oder? Ohne Schlüssel. Wir sind, wie gesagt, nur an der Hauswand hochgegangen. Es war wundervoll. Meine ist, glaube ich, strafrechtlich noch relevant, deswegen. Ach, Quatsch, Alter. Jetzt, wenn du es angibst, natürlich zeitlich. Aber wenn du sagst, Alter, ist schon 15 Jahre her. Ja. Für die Vorfahrt, weil ich's auf der Vorfahrt. Ich ficke Frauen so wie Katholiken Chorknaben. Ich fahr mit 100 km/h durch jede Ort. Ich ficke Frauen sowie Katholiken, ja, Chorknaben. Das ist auf jeden Fall ein hartes Ding. Ja? Um ein Metallica-Lied zu zitieren, sad but true. Deswegen bin ich ausgetreten. Und ciao. Weil ich bin voller Vodka, oh, ohne O-Saft. Ich zieh im Auto eine Bahn, Autobahn. Kippe den Jäger in mein Maul zu dem Kautabak. Opel Corsa riecht nach Bauernarsch. Und ich bin voller Vodka-Tee ohne Traubensaft. Alter, ich bin so besoffen, ich weiß nicht mal mehr mein Alter. Du fickst nur jedes dritte Schaltjahr. Ich bin voller Vodka A ohne Apfelsaft. Pumpe Finch asozial und komme von der Fahrbahn ab. Jetzt stell dir mal vor, Menas Moos hätte nicht so vulgäre, anstößige Texte. Und die würden hergehen und einfach ganz normale Sachen rausballern und produzieren. Ich glaube, ihr werdet 40 fucking rich. Gott, ja? Sei Dank habt ihr es nicht ich getan. Ich bin froh, dass ihr es nicht macht. Weil wir lieben euch so, wie ihr seid. Eins zu eins. Safe. Aber trotzdem, bei dem Talent, ich bin gerade ein bisschen geplättet davon. Sage ich euch ganz ehrlich. Scheißegal, ich bin am Geisterfahren. In der Einbahnstraße, einfach weil ich kann. Es war ein schönes Leben, doch das Ende naht. Wenn ich tot bin, bitte begrab mich in Getränke. Ich drink and drive, ist doch nix dabei. Bei dem bisschen Wein, ich bin besoffen, aber ich will heim. Steck den Schlüssel in mein Opel rein, sag goodbye. Und ich fahr gegen ne Wand, mit nem Bier in meiner Hand.
Ey, Bruder, weißt du, was wir hätten auch machen können? Aus dem Uptempo-Part? Eine schöne Drum-and-Bass-Nummer. Das wäre auch ziemlich, ziemlich nice gewesen. Watch the Wände, Fenster. Ja, sorry, ich hab's verpasst, ja. Opel rein, sag goodbye und ich fahr gegen eine Wand. Mit nem Bier in meiner Hand, ich hatte sie nicht erkannt. Kein Plan, warum die da stand und jetzt bin ich tot, alle heulen los. Nie wieder Menas Moos. Ich fuhr gegen eine Wand, gegen eine Wand und ich fahr gegen. Der Kick gegen das Glas. Also Dudes, Mann, ich bin ein bisschen verliebt in euch. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich. Ein bisschen. Wir haben so. Und was hast du so? Viel Liebe für die. Ja, okay. Okay. Ich wollte nur wissen, was du so hast. Und dann hätte ich gesagt, wow, krass, okay. Bro. Hätte ich einfach so stehen gelassen. Ich bin der Durchschnittseuropäer, nur Technik. Bruder. Bist du nicht? Ja, du liegst drunter, nicht Spaß. Safe. Nein. Durchschnittsgrieche. Ich bin auch nur ein halber Afro, von daher, weißt du? Ja, ja, aber du hast. Aber die Welt ist okay so. Du hast so viel in dir. Dinge, die Welt nicht verstehen muss, Bruder. Ja? Ha, weiter. Ich hatte sie nicht erkannt. Yeah. Oh, endlich tot. Endlich tot. Endlich tot. Ach Gott, ey. Herrlich. Also wirklich, wirklich war perfekt. Herrlich. So. Perfekt. Made my day. Musikalisch unfassbar gut. Ja, Mann. Egal, was ihr sagt. Dopestens as fuck. Ja. Und von mir auch noch so ganz klar, Dopestens as fuck für alle Hater da draußen ist der hier nur. So. Das Ding ist übertrieben nice gewesen. Überlegt euch doch bitte mal, aus dem kurzen Uptempo-Part einfach so ein Drum-and-Bass-Ding noch zu machen. Ich glaube, das würde auch ziemlich hart kommen. Ja? Man kann so oft das Ding schon richtig durchdrehen. Drum-and-Bass, wenn nochmal Trip-Hop. Mm. Und vor allem, wenn es dann wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten, die dann aufeinandertreffen und das wäre hart. Es fehlt uns eigentlich nur noch Drill, oder? Minus Moos auf Drill. Wo weiß ich? Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Gab's da nicht schon was? Keine Ahnung. Gab's schon mal irgendwelche Gleit so? Sollte ihr auf jeden Fall nochmal machen. Ey, safe, auf jeden Fall. Wir danken, oder? Wir danken auf jeden wir Fall euch recht Gott, herzlich, ne? Wir danken Gott für die Erschaffung von Minas Moos. Mm. Und euch allen fürs Zusehen. Ganz viel Liebe. Und somit, mein Sohn, sind wir raus. Der Big Boy und der Sherlock. Und die Menas müssen. Danke, ciao.